und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch 5 Theorien über Harry Potter vorstellen und euch auch sagen, ob sie von J.K. Rowling bestätigt wurden oder noch nicht. Bitte schaut dieses Video nur, wenn ihr schon alle Harry Potter Teile gelesen habt, denn sonst könnte es sein, dass ihr gespoilert werdet. Fangen wir an mit Theorie Nummer 1. Draco Malfoy ist ein Werwolf. Diese Theorie besagt, dass Draco von Fenwick Greyback gebissen wurde und nun ein Werwolf ist. Seit dem 6. Teil, Harry Potter und der Halbblutprinz, benahm sich Malfoy merkwürdig, wirkte gestresst und krank. Eine Verwandlung würde dieses Verhalten erklären. Der einzige Grund der Verwandlung soll sein, dass Voldemort Lucius Malfoy für sein ständiges Versagen bestrafen wollte. Es würde außerdem erklären, warum die Malfoys in der letzten Schlacht illoyal gegenüber Voldemort wurden. Leider hat J.K. Rowling diese Theorie widerlegt. Sie meinte daraufhin, dass Draco kein Werwolf ist und ja, ich persönlich finde das schade, da die Theorie sehr gut ist, aber weiter zur Theorie Nummer 2. J.K. Rowling ist Rita Kimcorn. Die verstoßene Journalistin ist so sauer auf die Welt der Magier, dass sie jetzt das Geheimnis rund um die Zauberwelt und Hogwarts geleakt hat. Leider glaubt ihr keiner und alle halten es für eine Fantasy-Reihe. Naja, wenigstens hat sie Erfolg damit. Diese Theorie ist sehr lustig und auch komisch, da J.K. Rowling sich sozusagen selbst in die Geschichte mit eingebaut hat. Man muss etwas länger darüber nachdenken, bis man es versteht. Aber ja, dazu hat sich J.K. Rowling aktuell noch nicht geäußert, aber ich finde diese Theorie ist sehr interessant und auch gewagt. Weiter zur Theorie Nummer 3. Albus Dumbledore ist der Tod. Dafür müssen wir erstmal die Geschichte von Beedle dem Barden auffrischen. Der Tod gibt 3 Brüdern jeweils ein Geschenk, den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Tarnumhang. Der erste Bruder, der den mächtigen Zauberstab der Welt erhält, wurde wegen seines Übermutes getötet. Der zweite, der den Stein der Auferstehung erhält, holt seine Frau aus dem Reich der Toten zurück. Sie war jedoch traurig und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Aus Verzweiflung und um vollends bei ihr sein zu können, tötete der zweite Bruder sich letztlich selbst. Nur der dritte und der bescheidene Bruder überlebt, da er sich unter dem Umhang verstecken und so dem Tod entkommen konnte. Als er den Umhang nach Jahren ablegt, begrüßt er den Tod als alten Freund. Wenn man jetzt also davon ausgeht, dass Voldemort der machtbesessene, überhebliche erste Bruder ist, Snape, der von seiner großen Liebe Lily Potter gesteuerte zweite Bruder und Harry der bescheidene dritte Bruder ist, könnte das bedeuten, dass Dumbledore hier die Rolle des Todes übernimmt. Er ist für Snapes Tod verantwortlich, gibt Harry den Umhang und lässt es so weit kommen, dass Voldemort an den Elderstab gelangt. Auch hat er immer die Fäden in der Hand und ist außerdem derjenige, der Harry im 7. Teil von der Harry Potter Saga am Bahnhof King's Cross begrüßt, als dieser in dem Bereich zwischen Leben und Tod ist. Außerdem verhält er sich in dieser Szene Harry wie einen alten Freund gegenüber. J.K. Rowling schreibt übrigens auch auf Twitter, dass dies ihre Lieblingstheorie sei. Damit sei es nicht wirklich bestätigt und auch diese Theorie ist sehr gewagt, aber sie ist sehr interessant. Die nächste Theorie besagt, dass der Riesenkrake im See von Hogwarts Godric Gryffindor ist. Zur Auffrischung, in dem See vor Hogwarts gibt es einen Kraken, der allerdings nicht böse ist, so wie die meisten magischen Wesen wie Trolle, Spinnen und sogar Bäume, sondern der Riesenkrake ist freundlich. Eben, das ergibt nicht so viel Sinn. Daher kursiert auch das Gerücht, dass eben dieser Krake die Animagus-Gestalt von Godric Gryffindor ist, der nun heimlich über Hogwarts wacht. Kurz vor der Veröffentlichung des 7. Bandes behauptete J.K. Rowling dies in einem Interview zum Spaß. Oder war es vielleicht doch nur ernst? Man kann dies auch an
folgenden Buchstellen sind. Im ersten Teil wird Erstklässler Dennis Creevery vom Riesenkraken wieder ins Boot gesetzt, als dieser in den See fällt. In der Erinnerungsszene erklärt die wütende Schülerin Lily Evans ihrem arroganten Mitschüler James Potter, sie würde sich eher mit dem Riesenkraken verabreden als mit ihm. J.K. Rowling hat einige Andeutungen darauf gemacht, dass diese Theorie wahr ist, allerdings nie ganz klar. Kommen wir nun zur letzten Theorie. Das Zaubereiministerium ist eine Erfindung der Muggel. Hier gibt es jetzt zwei Varianten, wie diese Theorie aufgebaut ist. Und zwar, die erste Variante ist, dass es den Konflikt zwischen Zauberern und Muggeln schon immer gab. Diese Theorie geht davon aus, dass die Muggel von den Zauberern wussten, aber ihnen auch bewusst war, dass sie im direkten Kampf definitiv unterlegen wären. Daher riefen sie das Zaubereiministerium ins Leben, um die Magier unter Kontrolle zu halten. Anhänger dieser Verschwörungstheorie stützen sich auch auf die Tatsache, dass nicht bekannt ist, wie die Mitarbeiter eigentlich gewählt oder ernannt werden und außerdem das Ministerium hauptsächlich die Zauberer in ihrer Magie einschränkt. Die andere Variante ist, dass es schon viel früher einen Krieg zwischen Muggeln und Zauberern gab. Damals haben die Muggel gewonnen und riefen eben das Zaubereiministerium ins Leben, um die Zauberer unter Kontrolle zu halten. Beide Wege führen schließlich zum gleichen Ergebnis, allerdings wurde diese Theorie noch nicht von J.K. Rowling bestätigt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr kennt einige Theorien noch nicht und bis zum nächsten Mal.